Ich zeige euch heute mal was für Conventions, was wie Schusswaffen aussieht, aber nicht mal eine Anscheinswaffe ist. Schauen wir mal rein. Hallo, hier ist Marc von Marcos Welt. Und ich habe heute mal drei verschiedene Sachen, die ich euch näher bringen möchte. Ihr kennt das Thema. Ihr wollt den ultra krassesten Operator überhaupt darstellen. Airsoft sind aber ja alle böse und verboten. Und man ist ja, wenn man eine frei ab 14 verkäufliche Airsoft irgendwie im Besitz führt, auf einer Convention, die eine geschlossene Veranstaltung darstellt mit einer Sicherheitskontrolle, trotzdem einem Kinderschänder gleichgestellt, wird mal behandelt. Das finde ich immer ziemlich daneben, genauso wie halt einfach mit den Kinderwaffen für Fasching und so weiter, Halloween, ja, dass man da halt auch so dumm angeht, nee, die ist zu schwer. Das wird ein separates Thema, darum geht es heute nicht, aber den Frust, liebe Freunde, den verstehe ich. Vor allem, wenn es halt heißt, Airsofts sind alle doof und darf man nicht, aber dann die Aussteller fröhlich alle irgendwie Airsoft-Gruppen sind und naja. So, was mache ich jetzt? Ich kann jetzt natürlich als ultra krasser Operator aber nicht völlig waffenlos rumlaufen. Nerf könnte hier, also Dart Blaster allgemein, könnte jetzt hier natürlich eine schöne Alternative darstellen. Allerdings mag das nicht jeder. Jetzt wollte ich euch nochmal was aus dem Portfolio irgendwie Alternative zeigen. Und zwar, was haltet ihr davon? Einfach sowas als Klemmbaustein-Set zu kaufen. Blue Bricks hat was im Angebot. Auf AliExpress wird man auch immer wieder fündig. Die habe ich jetzt vom Ali. Kostet so um die, ich glaube, 30 Euro für über 500 Teile. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ich werde jedenfalls versuchen, mal unten zu verlinken. Das Ganze ist natürlich eine Dauerwerbesendung. Ja, und ich kann hier tatsächlich alles machen, wie eine echte. Das ist die Munition. Also da kann mir auch bitte keiner kommen, dass das jetzt irgendwie hier und böse und Projektil und ich weiß es nicht. Ja, ich halte es euch gleich mal nah in die Kamera rein. Nur, dass ihr mal seht, ja, wie rum muss es so. So, ist jetzt bestückt. Könnt ihr sehen. Ja, geladen ist es automatisch übrigens, wenn ich das reinschiebe. Und jetzt, das Ding fliegt übrigens keine 5 Meter weit. Ihr kennt das aus den Klemmbaustein-Sets. Gerade auch bei Star Wars, irgendwie sehr beliebt, sind das halt solche Blaster wie halt der Millennium Falke für Kinder, also nicht die UCS-Version, die sowas hat. Ja, dann gibt es hier im Magazin eine Halterung. Kann ich 6 Stück von diesen Dingern unterbringen. Sieht so aus. Und die Konnektoren kann man... War klar. Die Konnektoren kann man tauschen, die waren blau bei dem Set. Ich habe das Ganze nicht getauscht, ich habe einfach schwarz lackiert. Man kann mir nicht erzählen, dass das jemand für eine Anscheinswaffe hält. So, und die Frage ist, geht das jetzt auf einem Foto trotzdem noch durch? Ich finde schon. Ja. So, ihr könnt das natürlich auch schwarz bauen, das ist ja völlig egal. Dann habt ihr eine Mini-Uzi. Für diejenigen, die sich dafür weniger interessieren, aber Freunde von Pistolen sind, schaut euch die an. Dimensionen stimmen. Und man kann auch hier nicht behaupten, es handelt sich um eine Anscheinswaffe. Jetzt bei weitem nicht, Freunde. Ja, wie sieht das jetzt aus auf die Entfernung? Gut genug? Ne? Ist auch ein kleines Magazin drin, das natürlich überhaupt nichts in irgendeiner Form kann. Also wenn das beim Waffencheck, wenn ihr das so vorzeigt, jetzt mal ehrlich, Freunde, jetzt mal ehrlich, ne? Was soll denn da noch groß sein? Das hat ja nicht mal einen Lauf. Witzig ist aber Folgendes, man kann den Schlitten geringfügig zurückziehen. Sind auch ein paar Patronen, Attrappen dabei, die man nirgendwo reinladen kann. Die sind einfach nur hier auf diesem Fuß montiert und das war's. So. Sowas kriegt ihr halt auch. Verschiedene Versionen, verschiedene Modelle um die, weiß ich nicht, 20 Euro oder sowas. Schaut euch da mal bitte auf AliExpress oder sowas durch. Wenn ich keinen Link in der Videobeschreibung habe, Leute, guckt einfach selber nach. Ich mache es auch nicht anders. Ich kriege immer wieder in meinen Videos, ja, ein verlässlicher Link. Ja, schön, ich bediene Google. Mach's doch auch bitte so. Danke.
Denn wenn du das in 5 Jahren guckst, das Video hier, ob die Links dann alle so verlässlich sind. Ich habe noch was anderes gefunden, das, was mir gerade abgerauscht ist. Das ist geil, hä? Das ist, jetzt muss ich mal selber gerade in meinem Kontrollmonitor schauen, ja, dass ich es drauf bekomme. Das ist alles so ein Set, ne? Das böse, böse Kriegsspielzeug aus Technik, was so Lego nicht machen würde. Ihr seht hier, ich weiß gar nicht, wie das Original ist. Das ist, glaube ich, irgendein Karabiner halt. Und jetzt kommen wir dazu. Hier ist ein sehr schönes Zielfernrohr drin, das funktioniert zum Durchgucken. Das ist eine schöne Attrappe. Die kann man auch auf hier die echten Picatinny- oder Weaver-Schienen drauf montieren, wenn man lustig wäre. Und da habe ich hier einen Schaft. Im Schaft selber müsste sogar, wenn ich das jetzt richtig überblicke, ich den hier aufmache. Ja, genau. Schaut euch mal den Schaft genau an, bitte. Dann seht ihr, ja, so, hier hinten das Schwarz. Seht ihr dahinter die Nerf Darts? Also ich kann den hier öffnen, rausnehmen und hab dann Darts drin. Ich kann oben und unten hier welche reinlegen, also so 6 Stück, glaube ich, ist das Ganze dann vom, sind nur 5. Oben passt wirklich nur einer rein. So, verschließen wir wieder. Ja, natürlich ist das Ganze ein wenig Fummelarbeit, ist nicht auf kompetitives hier miteinander angesehen. Also es geht hier wirklich nur darum, die Sachen sind stabil genug. Die sind genauso stabil wie die zerbrechlichen Cosplay-Requisiten, mit denen manche teilweise auf Conventions gehen. Egal ob aus der Anime-Manga-Szene oder anderen. Also ich habe Sachen, die sind ähnlich robust bzw. fragil. Ja, also von daher, ich hätte jetzt keine Schmerzen damit, so auf der Convention rumzulaufen. Und da kann mir auch keiner kommen mit böse, böse Anscheinswaffe. Ehrlich nicht. So, jetzt wird es ganz lustig. Schaut mal hier. Ich kann hier wirklich öffnen. Dann ist der Verschluss offen. Ja, nehme ich mir mal so einen. Leg den hier rein. So, schließe den Verschluss. Und das Ding schießt nahezu 10 Meter, 8 Meter geradeaus und so 10, 12, je nachdem, ne, kommt dann hier vorne der Dart raus. Das Ganze funktioniert ohne Feder. Es ist ja einfach ein Gummi eingebaut, das man natürlich nach einigen Jahren dann mal austauschen müsste. Aber ihr könnt tatsächlich damit einen Nerf-Dart verschießen. Das ist so lustig, das machen wir nochmal. So, ich versuche das mal hier zu zeigen. Vielleicht nehme ich auch mal die Zieloptik ab, die ja nicht so richtig Bewandtnis hat. Ach komm, es hakt an einer Stelle. So ewig weit aufdrehen jetzt. So, also einmal in der Nahaufnahme für euch. Verschluss öffnen. Verschluss ist offen. Jetzt nehme ich mal irgendein anderes Kaliber, hätte ich schon fast gesagt. Nee, also das müssen alles diese Elite-Dart-ähnlichen sein, diese Micro-Darts. So, der kommt hier einfach rein. Dann machen wir wieder zu. Da merkt man dann schon den Widerstand. Also ab hier merke ich schon, dass es schwergängig ist. Und jetzt ist auch automatisch gespannt und ja, das war's. Funktioniert mit allem in dieser Richtung. Megadarts sind zu groß, passen da nicht rein, der Rest schon. Ja, und damit hätte ich dann ein paar Alternativmöglichkeiten, um dann schöne Fotos oder zu machen, was in der Hand zu haben, aber allgemein nicht gegen irgendwelche Waffenrechte zu verstoßen. An der Stelle habe ich jetzt mal wieder so eine geile Nummer gehört von der Filmbörse, die sich jetzt vor kurzem abgespielt hat. Ich möchte mal nicht näher sagen, wann und wie, aber da ist eine Fangruppe rumgelaufen, da gab es dann wieder die ganz krassen generischen Airsoft-Operator und da hat einer eine vollautomatische geladene Airsoft-Gasdruck gehabt. Das ist jetzt schon nicht so die Top-Idee, wenn es generell vom Hersteller, vom Veranstalter untersagt ist. Nee, es wird noch besser. Wurde darauf angesprochen, Begründung, das ist zum Selbstschutz.
Ich weiß jetzt nicht, was der mit 6 mm Plastikkugeln sich genau schützen möchte. Also wenn es einer ernst meint, also das tut halt ein bisschen höchstens weh. Ich verstehe es, also, ne? Spiel doch damit. Leute, nehmt euch das, aber lasst das mit dem, ich habe mit Airsoft kein Problem, aber Menschen, die sowas machen, mit denen habe ich ein Problem. Wenn ihr das hier benutzt als Alternative, um irgendwelche Operator darzustellen und dann doch noch auf Convention mit einer Waffendarstellung was machen zu können, dann ist Cosplay, was ihr draus macht.